Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung Grenzen religiöser Toleranz. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz einer ziemlich kurzfristigen Ankündigung so zahlreich erschienen sind. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei der Diskutantin, bei meinen verehrten Kollegen hier, mich bedanken, dass sie Zeit hatten und an dieser Diskussion teilnehmen. Und auch bei Frau Hafnal-Djabaji möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass sie die Leitung dieses Gesprächs übernommen hat. Dass wir in dieser Runde an der Reihe der Diskutanten nur Männer sitzen, hat wirklich nicht mit dem Islam oder mit der Religion zu tun. Das hat nur mit der Tatsache zu tun, dass alle Frauen, die angefragt und angeschrieben worden sind, die hatten keine Zeit oder aus anderen Gründen haben sie abgelehnt und nicht kommen konnten. Daher freue ich mich umso mehr, dass Frau Hafnal-Djabaji die Leitung dieser Männerrunde übernommen hat. Sie wissen, meine verehrten Damen und Herren, dass meinerseits als Gastprofessor für islamische Theologie und Bildung hier in diesen Tagen zu Ende geht. Daher möchte ich diese Gelegenheit nutzen und mich bei allen Kolleginnen und Kollegen hier am AOI in der Islamwissenschaft, in der Religionswissenschaft ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Unterstützung, dass Sie mich hier wohlwollend aufgenommen haben und mir auch helfend zur Seite standen. Insbesondere möchte ich mich gerne bei den geschätzten Kollegen Ulrich Rudolf und Christoph Uhlinger bedanken, dass Sie ganz großzügig und herzlich mich in allen meinen Aktivitäten unterstützt haben. Danke, danke, Christoph. Ich wünsche Ihnen, uns, ein regendes und lebendiges Gespräch. Und damit gebe ich das Wort an Frau Hafner weiter. Vielen Dank. Bevor ich meine Männer auf dem Podium kurz vorstelle, mein Name ist Amira Hafnal-Djabaji, ich moderiere beim Schweizer Fernsehen. Können Sie etwas lauter sprechen und zum Mikrofon? Zum Mikrofon, ich werde das so machen. Gut, danke. Nochmal, mein Name ist Amira Hafnal-Djabaji, ich moderiere beim Schweizer Fernsehen die Sternstunde Religion. Nun stelle ich Ihnen gerne die Herren auf dem Podium vor und ich fange an den Außenpositionen an. Zu meiner Rechten ganz außen ist Dr. Thomas Schlag. Er ist Dekan der Theologischen Fakultät dieser Universität, evangelischer Theologe. Ganz außen auf der linken Seite ist Dr. Daniel Kosch. Er ist der Generalsekretär der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz. Herr Kosch, ganz kurz, vielleicht erklären Sie, was die Zentralkonferenz ist. Ja, meine Damen und Herren, wir haben in der Schweiz ja auf katholischer Seite einerseits diese kirchlichen Strukturen mit den Bischöfen an der Spitze, die kennen Sie alle, und daneben haben wir die Kirchgemeinden und dann kantonale Organisationen und einen schweizerischen Verband. Da bin ich also quasi auf dieser demokratischen Seite der katholischen Kirche, bin ich der operative Generalsekretär auf nationaler Ebene. Sehr schön. Und gleich links von mir sitzt Dr. Alfred Bodenheimer. Er ist zurzeit Leiter des Zentrums für jüdische Studien an der Universität Basel und war vormals der Dekan der Theologischen Fakultät der Uni Basel. Herzlich willkommen. Ja, und zu meiner Rechten Dr. Abbas Boya. Er war jetzt, wie Sie gehört haben, seit einem halben Jahr hier Gastprofessor für islamische Theologie und Bildung. Und er ist es auch, der sich dieses Podium gewünscht hat zu seinem Abschied. Und meine erste Frage geht deshalb an Sie, Herr Boya. Warum ist für Sie das Thema der religiösen Toleranz so zentral? Also,
Ich glaube, eine akademische Tätigkeit, das ist meine Überzeugung, dass eine akademische universitäre Tätigkeit auch eine gesellschaftliche Dimension hat. Und ich bin auch der Überzeugung, dass man als Akademiker diese Dimension auch ernst nehmen soll, wahrnehmen soll und womöglich auch aktiv daran beteiligt sein, um dazu etwas beizutragen. Und die Gastprofessur für Islamische Theologie und Bildung habe ich mir so ausgelegt, dass diese Gastprofessur nicht nur dafür gedacht ist, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit theologischen Inhalten zu betreiben, sondern gleichzeitig auch dazu beitragen oder zu einer friedlichen Koexistenz in der Schweizer Gesellschaft, hier in Zürich, zu diesem Anliegen auch etwas beitragen können. Und so habe ich, wie gesagt, die Gastprofessur verstanden. Und ich glaube, wenn es um die Koexistenz geht, wenn es um das Zusammenleben geht, dann ist eben das Thema Toleranz sehr zentral. Wobei man dabei bedenken muss, ob man jetzt Toleranz wirklich im Sinne von Anerkennung versteht, sich gegenseitig gleichberechtigt auf Augenhöhe zu begegnen, oder eben im Sinne von Duldung, das sind Dimensionen, die wir vielleicht später diskutieren. Also das war eben diese gesellschaftliche Dimension, die mich dazu bewegt hat, an so einer Veranstaltung zu denken, um mich auch von Ihnen hier zu verabschieden. Wir wollen Sie nicht später diskutieren, wir wollen Sie gleich jetzt diskutieren. Es ist ja vielleicht Ihnen auch aufgefallen, dass das Plakat für die heutige Veranstaltung aus drei Begriffen in drei Sprachen besteht: Toleranz in lateinischer Schrift geschrieben, Sovlanut in hebräisch geschrieben und Tasamuch in arabischer Schrift geschrieben. Und es gibt so ein Prinzip, das heißt, bevor wir anfangen zu streiten, sollten wir die Begriffe klären. Klären wir mal die Begriffe. Stehen Toleranz, Sovlanut und Tasamuch wirklich etymologisch, inhaltlich auf der gleichen Ebene? Ich fange mal mit der Frage der Toleranz an. Etwas erdulden, tolerare. Ist die Frage der Toleranz die Frage des Erduldens? Also wollen wir heute Toleranz als Erdulden etwas anderes verstehen? Ja, ich glaube, geschichtlich gibt es ja diese Wurzel, aber im heutigen Verständnis ist das nicht mehr so. Im heutigen Verständnis ist Anerkennung naheliegend. Gerade auch wenn man im Bereich sagen wir, des staatlichen Religionsrechts von Toleranz spricht, geht es nicht darum zu dulden, sondern um den religiösen Frieden und das gleichberechtigte Miteinander unterschiedlicher Religionsgemeinschaft. Sind Sie da einverstanden, Herr Dr. Schlag? Also, so ist natürlich richtig, aber wenn man auf den Begriff jetzt mal etymologisch wirklich zurückgeht, aus dem, sagen wir mal, abendländischen Kontext, dann gefällt mir immer recht gut die Zusammenstellung bei Seneca, der nämlich Tolerantia mit Patientia zusammenfügt und damit erstens ausdrückt, zur Toleranz gehört eine Form der Duldung, wobei in dieser, also Geduld, nicht Duldung, sondern Geduld, wobei in dieser Geduld immer sofort auch natürlich der Aspekt der Wahrnehmung steckt. Ich kann nur jemandem gegenüber geduldig sein, wenn ich ihn auch wahrnehme als Person. Da haben Sie sozusagen auch diese Dimension des Personenbegriffs mit drin. Und dann, was ich noch spannend finde in der ganz frühen Zeit, der Toleranzbegriff ist eine Tugend. Also er ist nichts erstmal, was wir juristisch festgesetzt haben oder was wir in irgendeiner Form des Common Sense für eine Gesellschaft oder sowas finden, sondern er ist ein Begriff, der sich sozusagen auf das Handeln, auf die Wahrnehmung der Person gegenüber anderen Personen bezieht und damit ein ganz hohes Prinzip bildet. Oder nochmal verkürzt gesagt, es ist in seiner Ausgangsgründung, in seiner Wurzel, ist es ein moralischer Begriff und kein juristischer. Also wenn man sozusagen mal auf diesen Hintergrund geht, kommen Sie ja dann noch so auf weitere Verlaufsgeschichten zu sprechen.
Herr Bodenheimer, Sie haben in Ihrem kurzen Skript, das Sie mir noch vorgängig zugeschickt haben, den Toleranzbegriff in die Zeit der Aufklärung gesetzt. Aber dieser hebräische Begriff, Sovlanut, der geht ja noch weiter zurück. Können Sie ausführen, was dieser Begriff genau bedeutet? Also der Begriff Sovlanut ist eigentlich ein moderner Begriff. Es ist eigentlich die Übersetzung von Toleranz. Lisvol heißt etwas tragen oder ertragen. In dem Sinn ist es mehr, also der Begriff als solcher einer des modernen Hebräischen. Ja. Das Wort Lisbol oder das Verb, das ist sehr alt. Ja. Ein Sabal ist ein Mann, ein Träger, ein Lastenträger. Also das ist sehr stark das Tragen, das damit verbunden ist. In dem Sinn ist der Begriff selber hat keine ältere Geschichte. Was man über das Judentum sagen kann, ist natürlich, dass tendenziell das Judentum eine Religion ist, die einen sozusagen Wahrheitsbegriff verfolgt, der nicht davon abhängig ist, dass er von anderen übernommen wird. Ja, das ist vielleicht ein bisschen das Einzigartige. Man kann das auf das 4. Jahrhundert im Prinzip gleich zurückführen, wo das Römische Reich das Christentum als Staatsreligion einführt. Aber eigentlich auch schon in den früheren jüdischen Quellen gibt es nicht das Gebot, andere vom Judentum zu überzeugen. Ja, das existiert in dem Sinne nicht, auch wenn es Missionen gegeben hat. In der frühchristlichen Zeit auch jüdische Missionen oder in der Zeitenwende herum. Aber was ich feststelle, auch als jemand, der sich oft in Israel befindet, mehrheitsjüdische Gesellschaften sind immer Duldungsgesellschaften. Es ist faktisch, praktisch undenkbar, dass Anerkennung als solche, völlige Gleichberechtigung durch Anerkennung durchgesetzt wird. Man kann auch sagen, man hat Akzeptanz, aber eine Gesellschaft definiert sich sehr schnell darum, was sie mit der Akzeptanz verbindet. Ja, also welche Maßstäbe sie daran setzt, dass sie die Akzeptanz einer Gruppe auch wirklich für sich festschreibt. In dem Sinn definieren sich Gesellschaften als Mehrheitsgesellschaften genau dadurch, dass sie sagen, was sie vom anderen akzeptieren und was sie vom anderen nicht akzeptieren. Auf die gesellschaftlichen Fragen kommen wir noch. Jetzt würde mich noch interessieren, der arabische Begriff, das Sam, hat noch einmal einen ganz anderen Hintergrund. Also bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich ganz kurz auch zu zwei Begriffen eben Toleranz im Sinne von Anerkennung oder im Sinne von Duldung zu sprechen kommen. Ich meine, auf der theoretischen Ebene ist das natürlich so, dass man in der heutigen Zeit davon ausgeht, dass Toleranz nur dann alle Beteiligten, alle Mitglieder eines Gemeinwesens überzeugen kann, wenn sie eben im Sinne von Anerkennung verstanden wird. Das heißt eben als ein Grundwert, nach dem alle Menschen oder beziehungsweise jeder Mensch den Anspruch auf Rechte hat, die ihm den Raum fürs Tun und fürs Handeln in Freiheiten auch ermöglichen. Aber in der Praxis sieht so, dass in meisten Fällen eben Toleranz im Sinne von Anerkennung, im Sinne von Duldung gebraucht wird. Und vielleicht in den religiösen Gemeinschaften auch hat das mit dem Wahrheitsanspruch zu tun. Aber auch in den säkularen Gesellschaften ist das immer so, dass immer ein asymmetrisches Verhältnis zwischen dem Tolerierenden und dem Tolerierten vorhanden ist. Und daher würde man immer von einer Mehrheit sprechen, die eben die Minderheiten toleriert. Man würde nie umgekehrt sagen, beispielsweise, dass Homosexuellen meinetwegen, dass Heterosexualität tolerieren. Es wird immer davon gesprochen, dass eben Homosexualität toleriert wird oder andere Lebensformen und so weiter und so fort. Auch in Bezug auf religiöse Minderheiten ist das nicht anders, dass man einseitig eben von der Mehrheit spricht, die eben Toleranz ausübt gegenüber den Minderheiten. Hier ganz kurz zur Begriffserklärung, aber jetzt zu dem Thema Tasamu auf Arabisch. Im Arabischen gibt es auch andere Begriffe für das, was wir als Toleranz kennen. Man spricht auch von Tasahul, aber auch solche Begriffe, ganz gleich, ob wir jetzt Tasamuch oder Tasahul nehmen, die
gibt es als ja, etablierte Diskurse im Arabischen nicht. Die sind auch neue Begriffe, die man als Synonym für Toleranz verwendet hat und verwendet. Aber das heißt nicht, dass eben keine toleranten Ansätze dann in der Geistesgeschichte des Islam gegeben hat. Umgekehrt, es gab immer wieder ja, epistemologische Ansätze, auch ja, theologische Ansätze, die auf eine gewisse Toleranz hindeuten. Und wenn ich später darauf komme, dann werde ich diese Ansätze auch kurz hier erläutern. Vielleicht nur in Ergänzung, es ist ja tatsächlich so, Sie kennen ja die Begriffe alle wahrscheinlich aus dem eigenen Geschichtsunterricht, Toleranzedikte, das waren in der Tat ja keine rechtlichen Verständigungen von gleich zu gleich, sondern das waren im Prinzip Deklarationen der jeweiligen Fürsten oder der Könige. Die haben sozusagen gesagt, gegenüber dieser oder jener Religion soll man in meinem Lande tolerant sein. Und der Wechsel zu dem, was man dann quasi auf juristischer Augenhöhe nennen würde, ist dadurch eingetreten, dass diese Form der Toleranz zu einer verfassungsrechtlichen Religionsfreiheit wurde. Das war eigentlich der Wechsel neuzeitlich. Also eigentlich, interessanterweise kann man sagen, hat man der Willkür des Toleranzbegriffs ein Stück weit, nämlich der fürstlichen Willkür, den Boden entzogen, indem man das Ganze zu einem Verfassungsprinzip gemacht hat. Aber dann heißt es eben jetzt nicht mehr Toleranz, das haben wir ja auch nicht als Begriff verfassungsrechtlich aufliegen, sondern dann heißt es Freiheit, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Was Herr Bodenheimer, vielleicht noch ein Satz, was Herr Bodenheimer sagte zur Mehrheit- und Minderheitskultur, das ist ja nun insofern durchaus auch in der Christentumsgeschichte ambivalent, als man nämlich in dem Moment, wo das Christentum zur Staatsreligion wurde, im 4. Jahrhundert, auf einmal als Mehrheit anders mit den Minderheiten umging, als man vorher als Minderheit sich wünschte, behandelt zu werden. Also es ist immer auch eine Gefahr, wenn man zur Mehrheit wird. Wie geht man denn dann mit Toleranz um? Wir müssen noch einen weiteren Begriff klären, nämlich der Titel heißt die Grenzen religiöser Toleranz. Wir leben jetzt nun nicht mehr in einer Gesellschaft, und Sie, Herr Boyer, haben eingangs gesagt, Sie beziehen sich auch auf unsere Gesellschaft, die immer multireligiöser, vielfältiger wird, wo sich solche Fragen neu stellen, aber unsere Gesellschaft definiert sich ja immer mehr auch nicht religiös. Und da frage ich mich, fehlt hier eigentlich noch eine Person auf dem Podium, die diese Seite der Gesellschaft vertreten würde? Also müssen wir nicht eigentlich mehr über die gesellschaftliche Toleranz als über die religiöse Toleranz diskutieren? Ich würde gerne auch eine andere Person haben, die eben aus einer ganz anderen Perspektive, philosophischen, was weiß ich, erkenntnistheoretischen Perspektive das Thema diskutiert. Und ich glaube, auch hier in dieser Runde können wir diese Diskussion aufnehmen. Das ist kein Thema. Aber als ich an dieses Konzept gearbeitet habe, ging es mir einfach um eine theologische sozusagen Auseinandersetzung, weil eben diese Professur für islamische Theologie und Bildung hier errichtet oder Gastprofessur für islamische Theologie und Bildung errichtet war. Deshalb versuchte ich, diese Diskussion in dem Rahmen zu halten. Aber wie gesagt, wir können immer noch über diese Grenzen hinausgehen, auch in dieser Runde. Herr Kosch, lassen Sie uns auch noch über die innerreligiöse Toleranz sprechen. Wir wissen, glaube ich, alle hier, dass manchmal, Sie haben es ja auch schon eingehend angedeutet, dass die innerreligiöse Toleranz manchmal gar nicht so viel einfacher zu handhaben ist als die Toleranz zwischen unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. Wie sehr spiegelt die innerreligiöse Toleranzbereitschaft die Toleranzbereitschaft nach außen, für Sie jetzt aus der katholischen Sicht? Vielleicht möchte ich zuerst noch etwas sagen zur vorherigen Diskussion, dass auch etwas mit diesem Thema zu tun hat. Sehr schnell denkt man von Mehrheiten und Minderheiten. Das Beispiel gerade der katholischen Kirche ist recht interessant diesbezüglich in der Schweiz, oder? Wir haben relativ kleine Religionsgemeinschaften, die längst öffentlich-rechtlich anerkannt waren, die Christkatholiken,
während die Katholiken um ihre Anerkennung noch kämpften. Das heißt also, es geht nicht einfach um Mehrheitsfähigkeit, sondern um irgendwie Plausibilität in der Gesellschaft. Man darf nicht für etwas stehen, was in dieser Gesellschaft ganz wichtig oder ganz heikel ist. Und in der schweizerischen Gesellschaft war das zum Beispiel die fremden Fürsten, sagt man, oder Vögte, oder also der Papst quasi in Rom. Und ich denke, da ist der Sprung dann reich zu machen, auch in die innerreligiösen Diskussionen. Auch dort ist es ja so, dass Toleranz oder Intoleranz dort aufbricht, wo es einzelnen Menschen plötzlich sehr als Lebendige geht, wo sie sich bedroht fühlen. Oder wo sie das Gefühl haben, hier steht eigentlich das zentrale Anliegen auf dem Spiel, um das es geht. Und darum gibt es eine intensive Diskussion, gerade in der katholischen Kirche, in der Schweiz, aber auch weltweit. Das haben Sie alle, können Sie alle immer wieder mitbekommen. Was ist eigentlich im Zentrum? Steht die Hierarchie, die Definitionsmacht des Papstes und so weiter im Zentrum? Oder jetzt Barmherzigkeit, ein Wort, das ja auch irgendwie nahe bei der Toleranz ist. Wie geht man mit dieser Spannung um und was macht man, wenn plötzlich der oberste Hierarch vor allem von Barmherzigkeit spricht? Oder? Und da brechen jetzt auch die Diskussionen auf, wie gehen wir jetzt mit diesen Spannungsfeldern als Kirche um, und das läuft ziemlich dramatisch ab. Gehen Sie denn jetzt neu anders um damit, seit Papst Franziskus das Konzept der Barmherzigkeit ins Zentrum gesetzt hat? Ich weiß nicht, ob es vom Konzept herkommt oder eher vom Stil. Ich denke, plötzlich darf man auch innerhalb der katholischen Kirche wieder diskutieren. Also die Intoleranz, wenn man es einmal etwas ganz platt sagen würde, hat etwas mehr Platz bekommen. Man darf wieder ein bisschen streiten, unterschiedlicher Meinung sein und auch gegensätzlicher und sagen, das gehört halt dazu. Während eine Zeit lang ja die Devise galt, dass alles irgendwie gleich sein müsste. Also das hat sich geändert. Plötzlich kommt einer und sagt, ich will, dass ihr jetzt wirklich diskutiert und offen sagt, was euch beschäftigt. Das ist schon eine starke Änderung, die stattgefunden hat. Herr Bodenheimer, im Judentum wird oft beschrieben, dass dass die Positionen sehr weit auseinanderliegen können. Wie geht man innerhalb verschiedener jüdischer Gruppierungen mit der Frage der Toleranz um? Oder anders gefragt, wie tolerant sind unterschiedliche jüdische Gruppierungen in Bezug aufeinander? Und wie sehr spiegelt das die Toleranz gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften oder auch Weltanschauungen? Ein weites Feld. das Judentum ist in dem Sinne sehr schwierig, weil es das Judentum in der Diaspora und das Judentum in Israel gibt. In Israel vermischt sich die religiöse Frage offensichtlich der politischen Frage, was nochmal völlig neue Dimensionen von Fragen von Toleranz gibt, was man dem anderen zulässt und was man ihm nicht zulässt. Ich glaube, auch hier geht es oft darum, wo sind die Notwendigkeiten, sich zusammenzuführen. Ich denke, die sogenannte normative Kraft des Faktischen kann Toleranz schaffen, wenn es darum geht, sich gemeinsam in einem Problem auf eine Position zu finden. Und wenn man sich den Luxus erlauben kann, das nicht tun zu müssen, dann brechen die Konflikte sehr offen aus. Gegenüber nicht-jüdischen Gruppen hängt es wieder sehr stark davon ab, ist man in der Mehrheit oder ist man in der Minderheit. Nicht? Das ist, glaube ich, der Lackmustest für jede Religion, wenn sie sich in Mehrheitsverhältnissen befindet, zu zeigen, wie ticken wir wirklich gewissermaßen. Ja? In der Minderheit ist es relativ einfach, sich ein friedfertiges Image zu geben und das Image der sozusagen nicht zu ihrem Recht kommenden Minderheit. Das ist manchmal so und manchmal ist es nicht so. Was für mich aber wichtig ist, ich glaube, dass Toleranz, damit befinde ich mich vielleicht ein bisschen im Widerspruch oder in einem nicht direkten Widerspruch, aber zu Dingen, die gesagt wurden, ich glaube, Toleranz ist nicht ein Gut, das Religionen in sich tragen. Ich glaube, Religionen können unglaublich viel leisten für Menschen. Sie können in allen möglichen Lebensbereichen, gesellschaftlich, aber auch für den Einzelnen enorm viel bringen. Aber Toleranz steht sozusagen nicht auf der Qualitätsliste von Religionen. Das heißt, Sie haben, ich habe vorhin gemerkt, Sie haben auch etwas den Kopf geschüttelt, als
Herr Kosch gesagt hat, Barmherzigkeit und Toleranz liegen nah beieinander, Sie würden da nicht ganz zustimmen. Ja, vor Barmherzigkeit ist mir sowieso immer unheimlich. Das ist ein Instinkt. Ich denke dann auch an die scharfe Barmherzigkeit von Martin Luther. Aber ich glaube, Religionen haben grundsätzlich einmal, wer immer, woher immer sie kommen, und letztlich, die Frage ist dann, wer sie vertritt. Religionen sind ja nicht ein Gut, das sozusagen über uns schwebt, sondern Religionen sind wir. Ja? Also die Menschen selbst müssen Religion definieren durch das, was sie tun und wie sie handeln. Das ist auch von Generation zu Generation ganz neu ausdeutbar. Aber ich denke, grundsätzlich ist eine Religion die Frage, was ist in einem metaphysischen Rahmen das richtige Handeln, also wenn ich von einem Gottesbegriff auch ausgehe, gehe das von mir wird, von irgendwo von anderer Stelle. Dieses richtige Tun ist an und für sich das, wofür ich als religiöser Mensch am ehesten einstehe. Und dieses richtige Tun im Sinne eines göttlichen Befehls kann man vielleicht mit der Idee der Barmherzigkeit verbinden, die man irgendjemandem gegenüber öffnen muss, aber sie ist nicht zu verwechseln mit der Toleranz im Sinne von Akzeptanz dessen, dass wenn ich sage, wenn er aber nicht so handelt, wie es die Religion will, ist es ebenso gut. Ja, das wäre ja das, was wir als Toleranz im heutigen Begriff auch ein bisschen definiert haben. Das kann man vielleicht irgendwie mit Barmherzigkeit auch auf die Sonne aufsteigen lassen, aber es ist nicht genauso gut wie das, was ich tue. Und das ist im Prinzip, doch hier beginnt die Differenz. Ja, wenn wir sagen, volle Anerkennung, dann ist das, was der oder die andere tut, ganz genau gleichwertig wie meins. Und das ist Religion nicht eigentlich. Ja. Thomas Schlag, Sie sind nicht ganz einverstanden. Ich frage jetzt mal ganz konkret, gilt es Toleranz religiös wie nachträglich zu begründen oder sehen Sie als evangelischer Theologe Toleranz im Evangelium bereits schon angelegt? Also ich finde die Formulierung schön von Herrn Bodenheimer, wenn er sagt, es ist in Religionen nicht eingeschrieben, da haben Sie völlig recht. Also wir finden innerhalb der, soweit ich das überblicken kann, der biblischen Überlieferung finden wir nicht mal, also wir finden jedenfalls explizit keinen Toleranzbegriff. Allerdings würde ich schon denken und sagen, dass natürlich hoffentlich in allen Religionen das Potenzial jetzt nicht nur für ein irgendwie Zusammenleben in friedlicher Koexistenz, sondern auch, ich nenne es mal, ein Anerkennungspotenzial steckt des je anderen. Also Herr Poja hat ja schon so zwischen den Zeilen gerade mal den Wahrheitsbegriff mit eingeflochten. Das ist ja die Grundfrage. Wie gehen wir mit den je anderen Wahrheitsansprüchen der je anderen Religionen um? Das ist die Grundfrage. Und jetzt würde ich schon sagen, tatsächlich, dass wir, wenn ich mal bei der neuen testamentlichen Überlieferung bleibe, da wird es ein bisschen schwierig zu sagen, diejenigen, nehmen wir mal nun wirklich das Kernkriterium, diejenigen, die jetzt nicht an Jesus Christus und dessen Auferstehung glauben, haben den gleichen Wahrheitsanspruch zugute wie Christen. Das gibt das Neue Testament nicht her. Völlig richtig. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und so weiter. Aber ich glaube gleichwohl, dass wir, und so laufen auch die neueren systematisch-theologischen Interpretationen des Toleranz- und Wahrheitsbegriffs, dass wir aufgrund unseres Glaubens tatsächlich in der Lage sein müssen, andere Wahrheiten als gleichermaßen religiöse Wahrheiten anzuerkennen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und ich glaube, es gibt gute theologische Gründe, auch andere religiöse Wahrheiten anzuerkennen, ohne dass wir sagen, wir sind die Einzigen, die diesen Wahrheitsanspruch erheben dürfen. Das wäre, Sie merken schon, das ist auch eine sehr, sagen, individuelle Auslegung. Es gibt ganz andere christlich-theologische Auslegungen, aber das ist eine, die ich sozusagen für angesichts der Pluralität der Verhältnisse für sachgemäß und auch für theologisch möglich halte. Werden wir konkret, was sind denn solche Gründe? Was sind so theologische Gründe, die uns aus christlicher Sicht jetzt zur Toleranz ermahnen?
Es ist zum ersten einmal die unbedingte Notwendigkeit des friedlichen Zusammenlebens. Es gibt einen äußeren Grund. Ich finde, dass sozusagen das Kriterium der Wahrheit oder ich sage es mal der Lebensdienlichkeit der Religion liegt darin, ob sie zum gemeinsamen Zusammenleben dient oder nicht. Das wäre das allererste Kriterium. Und insofern würde ich sogar so weit gehen zu sagen, die Theologie muss sich danach richten, ob sie zum Frieden beiträgt oder nicht und nicht irgendeine dogmatisch herangezogene Wahrheit. Und das heißt also, auf der Stelle ist der erste Grund, was haben wir als in meinem Fall jetzt als evangelische Theologen dazu beizutragen, dass dieser Friede unter uns möglich ist, der Friede der Religionen. Und der zweite Grund ist tatsächlich der, dass ich aus meiner Vorstellung, aus meiner theologischen Vorstellung ableite, dass es für mich völlig unverfügbar ist, anderen Menschen den rechten oder falschen Glauben zuzusagen oder abzusprechen. Das darf ich nach meiner Interpretation des Evangeliums gar nicht tun, weil ich darüber keine Entscheidungsmacht habe. Das heißt, jeder, der das tut, setzt sich selber in eine Position fast des göttlichen Wahrheitsanspruchs, nämlich darüber entscheiden zu können, wer nun recht glaubt und wer nicht. Ich kann das mit meiner Theologie so nicht vereinbaren. Aber was bietet uns denn der Koran für Ansätze zur Toleranz? Sie haben ja eben auch ausgeführt, der Begriff Tasamuh ist kein religiöser Begriff, es ist ein neuzeitlicher Begriff. Wenn es diesen Toleranzbegriff so in der Schrift nicht gibt, gibt es zumindest den Toleranzgedanken? Also zunächst einmal vielleicht zu diesem Punkt, ob überhaupt Toleranz aus der Religion abzuleiten ist, in diesem Fall aus dem Islam. Ich glaube, da muss man vielleicht zunächst einmal definieren, was meint man mit Religion oder mit dem Islam. Meint man damit eben religiöse Akteure oder meint man damit eben nur religiöse Texte, die heiligen Schriften? Und ich denke, wenn man mit Religionen und damit auch mit dem Islam die heiligen Schriften meint, und im Falle vom Islam den Koran, so würde ich denken, dass ein moderne Idee wie die Idee der Toleranz nicht unbedingt ein Thema in den religiösen Schriften ist und auch nicht ein Thema im Koran, zumindest nicht ein zentrales Thema. Also das sind andere Prämissen, das sind andere Erkenntnisse, die uns vielleicht dazu führt, Toleranz anzuerkennen und Toleranz zu praktizieren und dann später vielleicht aus den religiösen Texten auch abzuleiten. Aber direkt per se kann nicht der Koran sozusagen für Toleranz als Argument sozusagen hingezogen werden. Ich glaube umgekehrt, man kann religiöse Texte, aber auch der Koran sowohl für eine tolerante Haltung wie auch für das Gegenteil heranziehen. Dass religiöse Texte sind letzten Endes, das sind Texte und wir bringen sie zum Sprechen. Und je nachdem, wer diese religiösen Texte interpretiert, auslegt, kann man eben die entweder für tolerante oder intolerante Haltung auch interpretieren. Die Prämissen oder die Erkenntnisse, die uns zu Toleranz leiten, das sind andere, glaube ich. Zum einen vielleicht diese epistemologische Annahme, die in der modernen Zeit sowieso sich etabliert hat, dass eben die menschlichen Erkenntnisse keine endgültige Gewissheit beanspruchen können. Ganz egal, ob wir jetzt an Fallibilismus denken oder an kritischen Rationalismus oder sogar an, was weiß ich, modernere Philosophien, letzten Endes haben sie alle diesen einen Punkt, wollten sie alle bestätigen, dass man der eigenen Meinung, der eigenen Überzeugung gegenüber skeptisch sein sollte. Also diese Erkenntnis natürlich führt dazu, dass man bescheidener mit seiner eigenen Überzeugung, mit seiner eigenen Meinung umgeht und gleichzeitig auch vielleicht respektvoller oder anerkennender Haltung gegenüber anderen Religionen oder anderen Überzeugungen pflegt. Die zweite Erkenntnis ist, glaube ich, die vielleicht wichtige, und die vielleicht jeder Mensch erfährt, muss man nicht unbedingt Wissenschaftler und Akademiker sein, das ist eben die, durch viele sinnlose und verlustreiche Kriege, soziale Unruhe,
gewonnene Erkenntnis, dass letzten Endes das friedliche Miteinander im Interesse aller Beteiligten ist, als ein ja, zermürbendes Gegeneinander. Also wenn man diese Erkenntnis erreicht hat, nach vielen Erfahrungen, die man in der Geschichte gemacht hat, in seiner eigenen Geschichte, dann kommt man letzten Endes auch dazu zu sagen, okay, wir müssen uns irgendwie gegenseitig tolerieren. Und auch ein religiöser Mensch, wenn er dann über solche Erkenntnisse reflektiert, dann kann er eben auch aus der Religion für Toleranz argumentieren. Und jetzt ganz kurz zu Ihrer Frage. In den islamischen Textquellen gibt es natürlich Anhaltspunkte, ja, Stellen, die man eben für Toleranz irgendwie hinhalten kann. Der bekannte Vers im Koran, der überall zitiert wird, der Vers 256, es gibt keinen Zwang in der Religion. Die Koran-Experten, die Koran-Interpreten werden den Text wahrscheinlich unterschiedlich interpretieren, aber einfach dieser wörtliche Sinn des Textes besagt, okay, alle Religionen kann man eben akzeptieren und man darf niemandem zu irgendeinem bestimmten Glauben zwingen. Oder viele andere Stellen, wo gesagt wird, einfach diese, dass die Menschen verschiedene Völker sind, dass die Menschen unterschiedlichen Glauben sind, das ist letzten Endes das auch, was Gott will. Und an einer Stelle sagt auch Gott zu Muhammad, du kannst nicht die Menschen zwingen, dass sie nur einen Glauben haben sollen, sondern sie sind eben unterschiedliche Glaubens und das ist auch der Wille Gottes sozusagen. Also es gibt solche Stellen im Koran, die man hinhalten kann, die man als Argument ausführen kann. Aber letzten Endes denke ich, die entscheidende Frage ist, wer den Koran liest, wer die religiösen Texte liest und ob man diese Erkenntnisse sozusagen, wo diese Erkenntnisse reflektiert hat oder nicht. Das wäre für mich entscheidender als die Religion oder die religiösen Texte von alleine. Wie erklärt man denn, oder wie stellt man sich in den anderen Religionen diese Frage, warum hat Gott denn so viele verschiedene Gemeinschaften, Haltungen, Ansichten hervorgebracht? Ist eine theologische Frage, mit der wir letztlich eben dann die Antwort finden müssen, wie wir mit dieser Unterschiedlichkeit umgehen wollen. Welche Antwort bekommen wir da aus der katholischen Kirche oder aus der christlichen Kirche? Ich sage es jetzt etwas allgemein. Ja gut, ich wollte eigentlich ganz etwas anderes anknüpfen, nämlich an der Idee, die ja für das christliche Menschenbild sehr wichtig ist, dass alle Menschen Kinder Gottes sind in ihrer ganzen Vielfalt und dass da ja ein Toleranzgedanke auch schon drin ist, oder? Dass man sagt, ja, jeder ist das und wir haben jetzt das letzte Jahr 50 Jahre Abschluss des Zweiten Vatikanums gefeiert, oder? Mit Anerkennung der Religionsfreiheit. Und dort sagt man nicht, alle haben die gleiche Wahrheit, aber man sagt, das Gewissen des Einzelnen ist die oberste Instanz und das Gewissen hat selbst dann Recht, wenn es irrt. Oder? Also das ist die Würde, dass man sich nicht verbiegt, dass man seinem Gewissen folgt, dass man seinen Überzeugungen treu ist, auch wenn sie ganz unterschiedlich sind. Und aus dem folgt ja vielleicht etwas, das vielleicht weniger ist als Toleranz, aber eben in Pluralitätsfähigkeit. Oder? Ich denke, das ist ja auch etwas, wenn man die Bibel liest, sieht man das überall, oder nicht nur im Judentum, auch ein Christ, der heute die Bibel liest, muss sagen, ja, das ist ein unglaublich vielfältiges Buch, wo sich eben ganz tolerante Ansätze und ganz militante oft schrecklich nebeneinander finden. Herr Bodenheimer, interessiert es jüdische Menschen, ob andere irregeleitet sind oder befasst man sich nur mit sich selbst? Oder anders gefragt, die drei monotheistischen semitischen Religionen, Judentum, Christen und Islam, haben ja ganz unterschiedliche Ausgangspunkte. Und es wird oft gesagt, dass die erste der drei Religionen quasi das am schwierigsten hat, in dem Sinn tolerant zu sein, weil ja dann noch zwei weitere gekommen sind. Das Christentum kann sich relativ tolerant gegenüber dem Judentum zeigen, nicht so sehr vielleicht gegenüber dem
der Nachfolgereligion und der Islam nimmt auf beide wiederum Bezug. Wie beurteilen Sie diese These? Also ich sage zuerst was dazu, aber dann eigentlich noch was anderes. So, ja, das Judentum hat sich da auch sehr entwickelt, nicht? Also das ist auch immer die Frage, wie die anderen Religionen aufgetreten sind im Mittelalter. Im ersten Kreuzzug ließen sich Juden töten oder haben zwar ihre eigenen Kinder zu Märtyrern gemacht, damit sie nicht zwangsgetauft werden. Also als das Christentum sehr aggressiv aufgetreten ist, sah man es als die absoluten Horror, als einen Götzendienst an eigentlich Christ zu werden. Ja. Die Haltung gegenüber den anderen Religionen hat sich natürlich sehr stark gewandt. Mit dem Islam hatte das Judentum eigentlich nie ein vergleichbares Problem mit dem Christentum. Ja, das hat mit der gemeinsamen Geschichte zu tun, auch mit der Dreieinigkeitsgeschichte und viele Gründe. Aber ich würde sagen, dass heute eigentlich über viele, viele Grenzen im Judentum hinweg, fast über alle Grenzen, etwas, was im Judentum ein Konsens ist, ist, dass Christentum und Islam nicht irgendwie inakzeptable oder der Wahrheit ferne oder nicht zu akzeptierende oder nicht dem Gebot, das für Nichtjuden, die ja nicht in dem Sinn minderwertig, sondern wirklich einer anderen Form von Monotheismus verpflichtet sind, dass das nicht dem nachkommt. Also da hat sich extrem viel entwickelt, in den letzten, gerade gegenüber dem Christentum, gegenüber dem Islam, wie gesagt, war es eigentlich fast immer weniger schwierig. Zwangskonversionen wurden immer als schwierig erachtet, das hat natürlich nochmal einen speziellen Grund. Aber ich möchte auch noch was auch zur vorherigen Diskussion auch sagen. Ich denke, das, was Herr Stark sagt, zum Frieden beitragen, das ist eine ganz wichtige Message. Gleichzeitig befinden wir uns natürlich irgendwo im Fürgegriff der Gebrauchsexegese. Nicht also, wir sagen, wir nehmen die Texte, sie sind toll, die anderen sind schwieriger und die nehmen wir jetzt nicht. Da nehmen andere die anderen Texte und finden dann unsere Texte nicht so toll. Die Dialektik, in der wir uns ja befinden, ist, dass wir eigentlich dieses Zufriedenbeitragen heute in einer Art, in einer kämpferischen Weise vertreten müssen. Also wir können nicht einfach nur sagen, wir kriegen das schon hin, sondern wir sind in einer Welt, in der wir immer offensichtlich präsentiert bekommen, dass wir es nicht hinkriegen. Ja? Und ich glaube, hier beginnen die Fragen, wie setzt man gewissermaßen diese Gebrauchsexegese nicht in dem Sinn einfach als Gebrauchsexegese ein, sondern beginnt Konsens zu schaffen innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft, dass im Prinzip nicht beliebig ist, dass nicht die Konservativen sagen so und die Liberalen sagen so. Und damit legitimiert man teilweise auch Stellungnahmen oder Haltungen, die im Prinzip dann auch nicht mehr akzeptabel wären, auch sozusagen nach der Rechtgläubigkeit vielleicht nicht mehr, aber sie als rechtgläubig gelten. Ich glaube, hier beginnt der wirklich knifflige Kampf und die wirkliche Herausforderung der Religionsgemeinschaften, dieses zum Frieden dienen untereinander auszufechten, und zwar im vollen Bewusstsein, dass das sehr schwierig ist und dass man sich damit selber in eine dialektische Situation hineinbringt. Ich versuche das mal für mich etwas zu übersetzen oder was das heißen könnte in der Folge. Heißt das beispielsweise, dass es ein verstärktes Füreinander-Einstehen braucht über die Religionsgrenzen hinweg? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zu sagen, es geht mir jetzt nicht nur unbedingt darum, welche Religion mein Gegenüber angehört, sondern dass wir ein gemeinsames Ziel verfolgen, dass wir dem Frieden dienen wollen, ja, dass wir auf dieser Welt eine Atmosphäre schaffen müssen, in der nicht die, weil sie auf meiner Seite sind, vielleicht doch ein bisschen mehr Recht haben, als die, die auf der anderen Seite sind, wenn beide im Prinzip Unrecht haben. Und wir sehen, dass es den Frieden nicht gibt. Das heißt, es braucht vielleicht wirklich neue und vielleicht auch revolutionäre Koalitionen, ohne dass die Religionen deshalb sich aufgeben. Vielleicht, wahrscheinlich gehen sie sogar eher gestärkt daraus hervor. Ich denke, dass Religionen implodieren, wenn sie sich in gegenseitigen Kämpfen aufregen. Das ertragen die Religionen in der heutigen Welt gar nicht mehr. Ja.
Haben wir dann genug Möglichkeiten, Foren und Plattformen, dass dieses Aufreiben eben nicht passiert, dass dieses Füreinander-Einstehen eingeübt werden kann? Sie, Herr Schlag, haben sich ja auch intensiv mit Religionspädagogik befasst. Wo ist da der Stand der Dinge? Wird die aktive Toleranz, dass die Kenntnis über verschiedene Religionen und das aktive Einstehen, was es dann eben offenbar braucht, tatsächlich eingeübt? Das ist ein bisschen gemein, aber ich antworte auch gleich darauf. Nur noch, Herr Bodenheimer, noch den Begriff der Gebrauchsexegese, weil ich den wirklich auch interessant finde zu diskutieren. Ich würde, das klingt so negativ, ich finde, wenn Exegese dazu dient, dass man sie brauchen kann und sie nützt, dann finde ich das gar nicht so schlecht mit der Gebrauchsexegese. Was ich damit sage, ich glaube, es ist nicht alles so einfach so willkürlich. Also es ist jetzt, Sie haben es so beschrieben, naja, die einen nehmen sich die Texte, die anderen nehmen sich jene Texte und dann knallt man sich die Köpfe ein und jeder sagt, er hat recht und so. Es ist ja vielleicht doch so, das wäre so meine Hoffnung, aber ich glaube, ich liege da nicht so falsch, dass wir in allen drei Religionen im Kern der Überlieferung und der Zielsetzung der Schriften eigentlich, sagen wir mal, zwei Prinzipien haben. Nämlich das eine Prinzip, dass Gott die Welt und den Menschen gut erschaffen hat und ihm auch die Möglichkeiten gegeben hat, sich in dieser Welt zu verhalten. Und das zweite Prinzip, dass wir tatsächlich dazu aufgefordert sind, aufgrund dieser Geschöpflichkeit Gottes uns zu überlegen, wer ist der Nächste, wer ist der Fremde, wer ist der Andere. Und ich finde, da haben wir doch schon auch in den Schriften so einen Kern, über den ich ungern streiten würde. Ob man den nun Nächstenliebe nennt oder Anerkennung des Anderen, das ist mir dann vom Begriff her egal. Aber ich denke, das haben wir alle gemeinsam und darüber. Also das gebrauche ich gerne auch exegetisch, ohne dass ich sagen würde, es wird jetzt funktionalisiert für irgendetwas. Also so viel zur Gebrauchsexegese. Ich würde eher sagen, dass wenn wir uns diesen Kern klar machen, dass sich dann auch zuordnen lässt, wie wir mit anderen Texten der Überlieferung umgehen. Jetzt zur Frage der Foren. Welche Foren haben wir? Also ja, der Stand der Dinge in der Religionspädagogik ist der, soweit ich das überblicken kann, auch im europäischen Zusammenhang, es gibt keine konfessionalistische religiöse Bildung mehr. Jedenfalls, die gibt es schon noch, natürlich gibt es die, aber der religionspädagogischen Theoriebildung nach darf es die nicht mehr geben. Also alles, was zur Exklusion dient, ist vom Teufel. Ich sage es jetzt mal so ganz bewusst. Und damit will ich sagen, wir brauchen, und das ist auch Stand der Dinge, in hohem Maße interreligiöse Sensibilität in religiösen Bildungsprozessen. Das gilt für alle Religionen und ich sehe in Deutschland die islamische Religionspädagogik genau auf dem Weg auch wenn da gestritten wird und so, auch in der evangelischen, katholischen Religionspädagogik wird gestritten, aber wir können mit konfessionalistischen Verengungen im 21. Jahrhundert mit dem Pluralismus nicht mehr umgehen. Das gilt nicht nur für die schulische religiöse Bildung, sondern auch für die Bildung der in den Religionsgemeinschaften, das, was man früher mal Katechese nannte. Auch da geht es nicht mehr ohne ganz große offene Fenster hin zu den anderen Religionen. Identitätsbildung, ja. Klammer auf, ich glaube auch, dass Toleranzfähigkeit nur oder umso höher wird, je höher die Klarheit der eigenen Identität ist. Die ganze Toleranzfrage ist auch eine Frage der Identitätskrise, aus meiner Sicht. Also, aber auch in den Kirchen, in den Religionsgemeinschaften gibt es große Sensibilität dafür, dass wir nicht mehr alleine sind. Ich möchte die Frage nochmal aufnehmen, der Identitätskrise und der Frage der Toleranz. Was muss denn zuerst sein? Zuerst die Identitätsbildung, die ja unweigerlich ein Stück weit Exklusion auch zunächst einmal bedeuten kann, und erst dann die Toleranz? Oder muss die Toleranz sozusagen ein fester Bestandteil in der Identitätsbildung sein? Zweiteres. Also ganz klar, also eben, ich glaube, es wäre falsch zu sagen, wir müssen uns erstmal der Identität im Sinne der Exklusion vergewissern. Nein. Identität im Sinne des, wo kommen wir her, wo sind wir, was macht uns aus? So, was hat man? Problematisch wird es dann, wenn wir immer sagen, wir kommen von woanders her als der andere, wir glauben was anderes als der andere und uns macht in jedem Fall was Besseres aus als der andere. Dann haben Sie diese Exklusionsphänomene. Nein, Wurzeln, Gegenwart
all diese Fragen. Und die gehen tatsächlich immer nur, finde ich, wenn mitläuft, es gibt auch noch andere Optionen. Abbas Poya, ist das jetzt eine typische Haltung eines Vertreters der Mehrheitsreligion? Stimmt das für die Minderheiten, gerade hier, die islamische Minderheit in Europa auch? Ist da nicht die Frage der Identitätsbildung eine ganz andere als aus der Warte der Mehrheitsreligion? Also ich glaube schon, dass dieses Minderheit, Mehrheits- und Minderheitsverhältnis eine Rolle spielt, wie man zu diesem Begriff Identität steht. Aber ich glaube, im Zusammenhang mit den Muslimen ist das so, dass sie zwar hier in dieser Gesellschaft als Minderheit leben, aber sie fühlen sich nicht als Minderheit, weil sie diesen Kontakt zu den mehrheitsmuslimischen Gesellschaften intakt halten. Wenn wir zum Beispiel an die türkische Minderheit beispielsweise in Deutschland oder in der Schweiz denken, sie haben einen sehr intakten Kontakt auch zu Türkei. Insofern ist das für sie, glaube ich, diese Frage der Identitätsbildung, stellt sich eigentlich nicht so sehr, weil sie diese Identität schon mitgebracht haben und immer noch die auch haben. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger in diesem Zusammenhang darüber nachzudenken, ob es wirklich einheitliche Identitäten überhaupt gibt. Ich weiß nicht, ob es zum Beispiel eine einheitliche christliche Identität gibt oder eine einheitliche jüdische und schon gar nicht eine einheitlich islamische Identität. Jeder Mensch, jedes Individuum hat eben letzten Endes seine eigene Identität. Wenn ich unter den Muslimen schaue, das sind unterschiedliche Rechtsschulen, das sind unterschiedliche theologische Schulen, aber auch innerhalb einer bestimmten theologischen Schule gibt es unterschiedliche Prägungen und dann am Ende hat auch jeder seine eigene Biografie, hat seine eigene Herkunft, hat auch seine eigene Familie. Also ich glaube nicht, dass es eine einheitliche Identität gibt, auf die ich zurückgreifen kann und die überhaupt und dann die auch verallgemeinern kann und sagen kann, das ist die islamische Identität. Im Zusammenhang mit dem Islam kann man letzten Endes zusammenrechnen und sagen, okay, drei Prinzipien sind sehr wichtig und vielleicht können alle Muslime sich darauf einigen, der Glaube an einen einzigen Gott, der Glaube meinetwegen an Koran als die Botschaft des Islam und an den Propheten. Aber jetzt abgesehen von diesen drei Fragen, die auch unterschiedlich natürlich verstanden und interpretiert werden, da findet man nirgends so eine einheitliche Identität. Zu jeder Frage, jetzt meine ich religiöse Identität, nicht nationale Identität, zu dieser religiösen Identität sind ziemlich diffus und hybrid und daher bin ich ein bisschen auch vorsichtig mit dieser Identitätsbildung oder Identität zu bewahren. Und damit komme ich auch vielleicht kurz zu diesem Thema zurück, inwieweit Religion oder Theologie als Gebrauchsexegese angesehen werden kann. Ich glaube schon, dass die Religionen dafür sind, für die Menschen da sind, nicht für sich selbst. Ich meine, nochmals, religiöse Texte, die sprechen nicht. Wir bringen sie zum Sprechen. Letzten Endes ist immer die Frage, welche Haltung ich habe. Und so gehe ich auch an die religiösen Texte heran. Und daher gibt es auch diese unterschiedliche Auslegung im Zusammenhang mit allen Religionen. Insofern ist viel wichtiger die Frage, wie und wo ich stehe. Und wenn ich wirklich für eine tolerante Haltung stehe, dann kann ich auch mit dieser Haltung an religiöse Texte, egal ob christliche oder jüdische oder islamische Texte herangehen und diese Texte auch in die Richtung auch interpretieren. Aber das heißt nicht jetzt, dass ich die Texte manipuliere. Das ist der normale Gang, der Umgang mit den Texten. Egal, ob das religiöse Texte sind oder was weiß ich, philosophische oder Romane. Man geht immer so, dass man an diese Texte herangeht und dann versucht, die zu verstehen. Und wir Menschen sind eben verschieden und deshalb verstehen wir auch die Texte unterschiedlich. Und ich finde daran nichts Schlimmes, wenn man jetzt diese Texte für bestimmte humane Ziele auch auslegt. Aber wir haben doch, und das gilt doch für alle Religionen, es haben sich doch in allen Religionen normative Prozesse durchgesetzt, wie an diese Texte heranzugehen ist. Können wir die denn einfach über Bord werfen? So im Sinne, damit wir tolerant sind, müssen wir
ganz neue Ansätze finden, wie wir mit den Schriften umgehen? Also mir ist jetzt auf der Diskussion wieder das durch den Kopf gegangen, was Herr Bodenheimer zu Anfang gesagt hat mit der Toleranz. Das ist nicht quasi auf der ersten Qualitätsliste der Religionen, sondern das ist anderswo erfunden worden. Oder? Und gerade auch die schweizerische Geschichte zeigt uns, es funktioniert gut, das Zusammenleben, wenn diese Religion nicht zu stark identitätsdefinierend ist. Oder? Also wir haben uns als Staat nur gefunden unter Verzicht auf die Diskussion auf schweizerischer Ebene, wie wir es mit der Religion haben, sonst gäbe es die Schweiz nicht, oder? Das prägt uns, und ich sage immer im Blick auf die Katholiken in der Schweiz, es gibt zwei Sorten, die einen sind zuerst katholisch und dann in zweiter Linie noch Schweizer, und die machen Schwierigkeiten in der Gesellschaft, oder? Und es gibt die anderen, die verstehen sich zuerst als Schweizer und sagen, ich bin dann einfach katholisch, und die sind eigentlich gut angesehen, oder? Die sind eben die Toleranten und Mehrheitsfähigen und Ökumenischen und Interreligiösen. Und das ist eine Diskussion innerhalb der Religionsgemeinschaft, auch einer, die sich jetzt noch als Religionsgemeinschaft als große sieht und versteht. Und was wir nicht vergessen dürfen, auch wenn wir jetzt hier alles so Religionsvertreter sind, 85% der Schweizerinnen und Schweizer haben das Gefühl, wenn Religion zu stark auftritt, kann es gefährlich werden. Das ist doch etwas, also wir müssen uns auch sagen lassen, die Toleranz, zu der hat uns auch der Staat verholfen, auch das staatliche Bildungswesen zum Beispiel, wenn es um Religionspädagogik geht. Und ich denke, das ist etwas Schönes, dass wir auch lernfähig sind von anderen Denkschulen und Denktraditionen als unsere eigenen. Sie geben mir gerade den Steilpass, weil wir nämlich jetzt wieder bei uns in unserer schweizerischen Gesellschaft angekommen sind. Es besteht ja die große Angst, dass man, wir sind uns hier alle einig, man muss tolerant sein, das ist eine Haltung, die wir leben, hinter der wir stehen können. Aber die große Angst ist ja die, dass man denen gegenüber zu viel Toleranz zeigt, die selber nicht tolerant sind. Und hier steckt dann, glaube ich, wirklich die ganz große Schwierigkeit. Und wir sprechen heute Abend ja nicht eigentlich nur über die Toleranz, sondern der Titel der Veranstaltung fragt nach den Grenzen der religiösen Toleranz. Also wie weit oder wie wenig verabsolutieren sollen oder können wir den Toleranzgedanken, damit er sich nicht selbst verflüchtigt. Also Frau Kelek, die ja vielleicht manchen von Ihnen auch bekannt ist, die sich da auch durchaus kritisch in der Hinsicht äußert, hat vor kurzem gesagt, es sei notwendig, dass die Verfassungsprinzipien, die wir haben, auch im Blick auf Religionsfreiheit, immer wieder auch neu gefüllt werden. Also es genügt genau nicht, wie Sie es beschreiben, dass wir sagen, so anything goes, alles ist möglich, und wenn sozusagen der Worst Case kommt, haben wir immer noch unsere Rechte und unsere Gesetze. Das ist zu spät. Das sagt übrigens auch Ahmad Mansur, der jetzt in Deutschland groß unterwegs ist mit Generation Allah und so diesen Dingen. Wir haben ihn in der Sternstunde. Jedenfalls beide, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, machen darauf aufmerksam, die juristischen Angeln, Herr Kosch hat gesagt, der Toleranz kommt ja irgendwo eben aus dem Staatlichen, oder? Das ist schon richtig, aber ein Gemeinwesen ist natürlich darauf angewiesen, dass die Personen, die in ihm wirken, sich nicht nur an Recht und Gesetz halten, sondern dem auch irgendeine moralische Qualität geben, in dem Land, dem Kontext, in dem sie leben. Und insofern ist das schon die Frage. Also wie können wir Menschen, die sozusagen vielleicht hier anfangen könnten, im pluralistischen System der Schweiz ihre eigene Art und Weise des Zusammenlebens zu pflegen, wie auch immer das Damoklesschwert der Parallelgesellschaften hängt da irgendwie doch über uns. Wie kann man die frühzeitig dazu bringen, dass sie sich selbst in diese kulturellen Standards auch der hiesigen Gesellschaft einbringen? Und da finde ich schon, dann muss man auch sagen, bestimmte Dinge fallen nicht mehr unter die Toleranz. Also Frauenbild, Vorstellungen von, was weiß ich, bestimmten Wahrheitsvorstellungen etc. etc. Ich finde schon, also da gibt es die Grenze der Toleranz, und die ist verfassungsmäßig relativ klar, überall dort, wo die Würde des Menschen verletzt wird.
Und ich finde, sie muss auch durch die Religionsgemeinschaften thematisiert werden. Ich finde, bestimmte kulturelle Ausdrucksformen sollten die Vertreter der Religionen innerhalb ihrer Religion sehr deutlich benennen. Das vermisse ich so ein bisschen in dem, was ich wahrnehme. Wollt ihr darauf noch reagieren? Also ich wurde jetzt direkt nicht angesprochen, aber ich gehe davon aus, ja, angesichts der aktuellen Geschichten, Ereignisse ist immer der Islam gemeint mit solchen ja, Anspielungen. Also was ich jetzt direkt zum Islam und zu Muslimen und ihre ja, Weltanschauung sagen kann, ist das, was ich auch vorhin angedeutet habe, nämlich das ist einfach ein heterogenes Feld. Da kann man wirklich nicht von einem bestimmten Bild ausgehen. Aber ein Punkt wollte ich auf jeden Fall unterstreichen, dass eben letzten Endes die Grenze der Toleranz Intoleranz ist. Und wenn Menschen ganz gleich, das sind nicht nur Muslime, es gibt auch Christen, ich meine, wir haben auch in Deutschland so viele ja, Rechtsradikale, wir haben viele rassistisch orientierte Gruppen. Also wo die Grenze der Toleranz dann verletzt wird, ganz gleich von welcher Gruppe, von welcher ja, Religion und religiösen Menschen, da muss man natürlich auch aktiv werden. Und genau da muss man nochmal zurück auf diesen Begriff Staat und die Rolle des Staats bei Toleranzbewahrung. Auch da muss man sich nicht mehr ständig auf den Staat verlassen, auch die Individuen müssen auch aktiv sein. Letzten Endes kann auch ein Staat manchmal intolerant sein. Und da muss man nochmals sich über diese Erkenntnisse, die ich vorhin angesprochen habe, die durch Erfahrungen entstehen oder durch eben diese epistemologische Auseinandersetzung mit der Wahrheit, wir müssen ständig uns darüber, müssen uns da, darüber reflektieren und eben auch manchmal dem Staat gegenüber kritisch sein, wenn der Staat an bestimmten Stellen auch intolerant auftritt. Insofern würde ich völlig unterstreichen, dass es bestimmte Menschen, Individuen, Gruppen innerhalb des Islam gibt, die eine intolerante Haltung pflegen, und da kann man nicht sozusagen von Toleranz sprechen, aber da muss man auch Mechanismen entwickeln, mit denen man diesen Gruppen auch begegnen kann. Und vor allem leiden darunter die Muslime selbst. Und ich glaube, das ist ein Problem, das wirklich vielseitig ist. Das kann man nicht auf nur diese Diskussion Toleranz und Intoleranz beschränken. Die ganzen politischen, sozialen, ökonomischen und globalen Umstände führen auch zu bestimmten ja, Haltungen. Und die, und da muss man auch, darüber muss man auch nachdenken, wie man diese ganzen Umstände auch teilweise ändern kann. Dass die Muslime selber auch zu sprechen kommen, dass sie auch, ich habe an einigen anderen Veranstaltungen gesagt, solange die Muslime selbst auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung nicht übernehmen, auch hier in der Schweiz oder was weiß ich, in anderen europäischen Gesellschaften, dann fühlen sie sich auch nicht für die ganze Gesellschaft verantwortlich, dann sind sie immer in ihren Gemeinden, in ihren Kreisen und dann fühlen sie sich auch nur für diese Gemeinde und diese kleineren Kreisen verantwortlich. Also da muss man auch, hier muss der Staat aktiv werden, ihnen auch, meinetwegen durch Quotenregelung auf jeden Fall die Möglichkeit geben, dass sie bestimmte verantwortungsvolle Ämter auch beziehen, damit sie sich nicht nur für den Islam, für die Muslime verantwortlich fühlen, sondern auch für die ganze Gesellschaft. Wenn wir das fortführen, ich glaube, und das noch auf die römisch-katholische Kirche beziehen wollten, dann bekämen wir wahrscheinlich ein gewisses Problem. Dann würde das ja heißen, dass der Staat, gerade was die Weihe von Priesterinnen angeht, hier eingreifen müsste, weil wir in der Verfassung einen Gleichstellungsartikel haben und der Staat aber im Grunde genommen sich aus den innerreligiösen Angelegenheiten doch rauszuhalten hat. Gut, das ist eine ganz heikle Geschichte, weil es natürlich um die Frage geht, wie verhält sich jetzt eben die Religionsfreiheit zu Gleichstellungsprinzipien und so weiter, kann man lang diskutieren. Ich frage mich aber allerdings,
bezogen auf unsere heutige Situation in der Politik, ob jetzt das wirklich die Frage ist. Weil ich finde, da bin ich vielleicht ein bisschen anders positioniert als Herr Schlag, ich finde, gerade als Katholik, wir haben dem Staat zu danken, dass er uns geholfen hat, die Toleranz in der eigenen Religion zu entdecken und sie dann auch zu anerkennen. Also zum Beispiel das Bekenntnis zur Religionsfreiheit wurde der katholischen Kirche abgetrotzt von den liberalen Kräften in den Gesellschaften. Und was mich mit Sorge erfüllt, ist weniger die Parallelgesellschaft, als dass wir ganz wichtige Kräfte in unserem Staat haben, die die Intoleranz wieder in unseren Staat zurückbringen wollen, in unsere Verfassung zurückbringen wollen, auch im religionsrechtlichen Bereich. Wir hatten lange einen Rückbau zu stärkerer staatlicher Neutralität. Die Katholiken haben profitiert, der Bistumsartikel und das Klosterverbot und das Jesuitenverbot wurde gestrichen. Aber was ist jetzt passiert? Wir haben das Minarettverbot. Und das ist doch wohl auch nicht einfach ein Ausdruck von Toleranz, oder? Da hat die Mehrheit, der man immer sagt, sie sei tolerant, der Minderheit, der man Intoleranz vorwirft, sich selber auch ein Stück weit intolerant verhalten. Und das ist ja noch nicht ausgegessen, diese ganze Diskussion. Und macht es ja wohl auch schwierig für die Muslime bei uns, sich frei zu fühlen und ihren Platz einzunehmen. Also das ist etwas, das mich beschäftigt, nicht nur für religiöse, sondern auch für andere gesellschaftspolitische Fragen. Ich denke, da müssen wir uns auch als religiöse Menschen stark einbringen und sagen, das geht nicht. Und das geht nicht nur aus staatsrechtlichen Gründen nicht, da sind wir dann wieder ganz einig, sondern es geht aus wirklich theologischen Gründen für uns nicht, dass so diese Entwicklung weitergeht. Es sind ja neue ähnliche politische Vorstöße gemacht worden, Stichwort Burka-Verbot, dann die ewigen Diskussionen auch um Schwimmunterricht beispielsweise oder auch andere Absenzen von anderen Unterrichtsformen, die gar nicht jetzt nur die muslimische Minderheit betrifft, sondern auch andere christliche Minderheiten betreffen. Braucht es die Toleranzdiskussion eigentlich viel weiter, als wir sie heute führen? Wie führen sie jetzt heute wirklich in einem interreligiösen Raum, dezidiert fragen wir nach der religiösen Toleranz, aber ich komme trotzdem noch einmal auf die Frage zurück, braucht es die Toleranzdiskussion, dass sich in Erinnerung rufen des Toleranzgedankens in unserer ganz breiten säkularen Gesellschaft? Also es braucht es auf ganz vielen Ebenen. Ich bin sehr misstrauisch gegenüber Forderungen, dass man sagt, ja, die Gesellschaft hat sich verändert, was natürlich stimmt. Und man muss jetzt neue Standards setzen. Das klingt dann wieder nach der Toleranz im sehr alten Sinne, dass wir sozusagen als Mehrheitsgesellschaft euch sagen, wie es läuft. Das ist auch immerhin ein bisschen hinter diesem Integrationsbegriff, macht mir immer ein bisschen Angst, weil ich dahinter immer Dinge vermute, die ich aus der jüdischen Geschichte gut genug kenne und die mir nicht gefallen. Weil es letztlich wieder eine Hierarchie bildet des Duldens und nicht, das ist genau das, was ich gesagt habe, Anerkennung unter Bedingungen ist eine andere Form des Duldens. Was natürlich auch nicht heißt, dass jede Gesellschaft ausbilden kann, was immer sie will. Ich denke, wenn wir die Sache praktisch anschauen, und da beziehe ich mich auch ein bisschen auf das Buch von Mansour, das mir auch sehr großen Eindruck gemacht hat, es geht letztlich darum, dass Religionsgemeinschaften sich beginnen zu überlegen, wie sie mit ihren Jugendlichen umgehen. Denn dort werden eigentlich die Begriffe gefestigt. Ja? Also was für eine Art von Erziehung ist, und das kann man, glaube ich, auch in religionsübergreifenden Gremien besprechen, aber letztlich muss es in den Alltag der Gesellschaft, der Minderheiten und der Mehrheiten oder wer immer und immer das definieren, hineingetragen werden. Was für eine Wertewelt wollen wir vermitteln, auch im Zusammenhang mit religiösem Denken? Ja, wie soll religiöses Denken zum Frieden beitragen? Ich glaube, das ist eine sozusagen umfassende Aufgabe, die es gibt und die man innerhalb der Religionsgemeinschaften lösen muss. Ich habe wirklich auch mit dem Minarettverbot, aber auch mit der Beschneidungsdebatte ein großes Misstrauen dagegen gefasst, wenn man irgendeiner diffusen Gesellschaft, die eine angebliche Wertewelt vertritt, sozusagen den Stab in die Hand gibt, zu sagen, wie es laufen soll. Ich denke, es muss eine gewisse
Selbstregulierung geben innerhalb der Religionsgemeinschaften, die aber auch in sich nicht allein gelassen sein sollten. Jede nicht für sich. Ja? Also da braucht es vielleicht die Koalitionen eines Wertekatalogs, den man zusammen aufstellt, ja? Der aber auch nicht von oben irgendwie verordnet wird. Das ist im Moment auch, das ist auch noch eine sehr diffuse Formulierung, was er am Schluss bedeuten soll, aber es ist für mich auch die zielführendste Form, interreligiös zu sprechen, zu wissen, was wollen wir gemeinsam als je eigene religiöse Werte eigentlich den nächsten Generationen mitgeben. Ja, ich denke, es ist angesichts der drastischen Situation, in der wir uns jetzt befinden, da müssen wir uns nichts vormachen, der Weg, der mir am sozusagen spontan am erfolgversprechendsten erscheinen wird. Die Frage nochmal an Sie, Herr Schlag. Sie haben sich mit Jugendarbeit auch in den Kirchen sehr befasst. Was könnten die christlichen Kirchen durch ihre Erfahrungen an die muslimischen Gemeinschaften in unserer Gesellschaft in diesem Punkt weitergeben? Oh, das finde ich jetzt schon auch eben, ich höre sehr diese Warnsignale, ja, ihr in der Mehrheitsreligion sagt uns jetzt, wie es in den Minderheiten laufen soll. Insofern würde ich die Frage gerne eigentlich nochmal anders wenden. Also ich finde nicht, dass die christlichen Kirchen den muslimischen Religionsgemeinschaften in dem Sinne was zu sagen haben. Also so nach dem Motto, wie man es besser macht, das fände ich schwierig. Ich würde aber die Bemerkung von Herrn Bodenheimer nochmal weiterspannen. Was wir wissen aus unseren Untersuchungen ist, dass streng genommen die Bildungsarbeit der, jetzt in dem Fall der christlichen Kirchen, fast bedeutungslos ist im Vergleich dazu, wie wichtig die Bildungsarbeit in den Elternhäusern ist. Das heißt, wir haben ganz deutliche Indikatoren dafür, dass wo immer Jugendliche, Kinder und Jugendliche irgendeine Form von Religiosität pflegen, das natürlich markant von den jeweiligen Elternhäusern abhängt. Und deshalb würde ich eher in der Frage, wie geht nun sozusagen die Erziehung zum Frieden, wo findet die statt, würde ich sogar sagen, gut, die Schulen sind immer ein Faktor und die Peer Groups und alles, aber es sind die Elternhäuser und zwar in einer Art und Weise, wie man sich es kaum vorzustellen mag. Auch Mansur macht das in deinem Buch ja auch deutlich, aber ich glaube, die Religionsgemeinschaften stehen vor einer noch überhaupt nicht entdeckten Aufgabe, so etwas wie eine toleranzorientierte familiäre Sozialisation zu befördern. Mit den sozusagen Familien, die zugehörig sind, in Kontakt zu treten, auf deren sozusagen Lebenswelten einzugehen, etc. etc. Also das ist das Entscheidende. Da finden die wirklich relevanten Prägungen statt. Und alles andere, Medieneinfluss etc. etc., was dann noch dazu kommt, ist demgegenüber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sekundär. Und insofern sehe ich da eigentlich jetzt die Aufgabe, das finde ich ehrlich gesagt, jetzt komme ich nochmal auf die Frage, welche Bedeutung hat der Staat? Ich finde es relativ skandalös, dass wir streng genommen von staatlicher Seite aus überhaupt keine Unterstützung von so etwas wie religiöser Bildung in Elternhäusern haben, in meinetwegen auch Kindertagesstätten, in denen man sozusagen Religion immer für problematisch hält. Religion ist sozusagen im Zweifelsfall immer gefährlich. Das finde ich schon, es hat mit der spezifischen Geschichte auch der Schweiz natürlich zu tun, aber mit diesem Prinzip der negativen Religionsfreiheit. Aber ich glaube, da muss man nochmal ganz neu denken. Wie kann auch Staat, wie können Kommunen, Elternbildung in religiöser Hinsicht wirklich unterstützen. Die kriegen keinen Rappen und keinen Franken. Keine der Religionsgemeinschaften kriegt dafür irgendeine Unterstützung. Das wird sich zu einem Problem entwickeln. Aber Spoya, ich möchte Ihnen jetzt auch hier noch die Gelegenheit geben, auf diese Frage noch, weil es ist halt eine zukunftsträchtige Frage. Wie bringen wir unserer folgenden Generation diese Haltung von Toleranz aus einem religiösen Gedanken auch erwachsen kann, soll sein? Also ich finde das gar nicht so dramatisch, wenn die muslimischen Gemeinden meinetwegen von christlichen Erfahrungen lernen. Ich glaube, es ist immer eine Frage der Kommunikation, wie man miteinander kommuniziert, in welcher Sprache man miteinander redet, von oben herab oder eben auf Augenhöhe und wie und ob man auch bereit ist, von der anderen Seite was zu lernen.
Prinzipiell finde ich, dass eigentlich die Aufgabe der religiösen Gemeinschaften, dass sie immer wieder Anlässe finden, um aufeinander zuzugehen, um voneinander zu lernen und damit auch diesen Prozess des Kennenlernens, gegenseitigen Kennenlernens auch voranzutreiben. Insofern finde ich, ja, prinzipiell habe ich überhaupt nichts dagegen, dass man eben voneinander lernt, aber man muss nicht immer in einer belehrende Sprache sozusagen mit den anderen sprechen, sondern man kann auch auf eine andere Art und Weise miteinander kommunizieren. Aber was die Frage der nächsten Generationen anbelangt, ich glaube, was die Muslime anbelangt, das Problem ist einfach, dass man jetzt alles mit Religion erklären will, auch die jetzige Situation der Muslime, und das ist einfach zu wenig und verkürzt. Die Muslime, ganz egal, ob wir jetzt über die Muslime hier sprechen oder über die Muslime in den islamischen Ländern, muslimischen Ländern, die haben einfach mit ganz, ganz anderen Problemen zu tun. Sie sind mit anderen Problemen konfrontiert und sie leiden unter anderen Umständen. Ich glaube nicht, dass der Religion da viel ausmachen kann. Es geht einfach darum, dass gewisse politische Stabilität in der Region vorangetrieben wird. Es geht einfach darum, dass global dort agiert wird, dass auch ökonomische Zustände auch verbessert werden und Arbeitslosigkeit bekämpft werden. Das sind andere Faktoren, die sozusagen in Angriff genommen werden müssen, anstatt jetzt unbedingt immer mit Religion zu argumentieren. Ich glaube, Religion würde diese miserablen Zustände nicht erklären können und auch nicht, hat auch nichts, kein Rezept dafür. Aber grundsätzlich wäre das hilfreich, wenn die Muslime selber auch auf ihre Geschichte zurückgreifen und auf ihre Geschichte zurückblicken. Da gibt es genug Ansätze, um eine tolerante Haltung zu pflegen, um den anderen Religionen gegenüber Akzeptanz zu zeigen und sogar auch innerhalb des Islam, ich meine, was wir jetzt haben in der islamischen Welt, ist einfach eine gegenseitige Zerfleischung. Das ist, da sind nicht andere Religionen so viel betroffen wie die Muslime selbst. Wenn wir jetzt Libyen, was weiß ich, Jemen oder Syrien vor Augen hatten, da sind viel mehr konfessionelle Auseinandersetzungen zwischen den Schiiten auf der einen Seite und Sunniten auf der anderen Seite, und davon sind die Muslime selber betroffen. Und auch da muss man natürlich unterscheiden, ob diese Probleme wirklich religiös begründet sind oder vielmehr ökonomisch und machtpolitisch. Das sind bestimmte Länder, die bestimmte machtpolitische Interessen in der Region haben und diese Konflikte sozusagen nutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Ich glaube schon, dass das wenig mit der Religion zu tun hat oder mit bestimmten Konfessionen, sondern vielmehr mit anderen Faktoren. Und daher wollte ich nicht alles immer auf Religion reduzieren, sondern andere Themen auch mit berücksichtigen. Etwas, was ich jetzt ganz stark auch gehört habe, ist der Aspekt, dieses Zurückgreifen können auf eine konstruktive Phase in der Geschichte, auf tolerante Zustände in der eigenen Religionsgeschichte. Ich nehme an, was für den Islam Gültigkeit hat und islamische Gesellschaften, hat für christliche Gesellschaften und jüdische Gesellschaften und Selbstverständnis die gleiche Bedeutung, dass wir in unseren Geschichten ganz vieles finden, das auf die Möglichkeiten und die konstruktiven Aspekte der Toleranzhaltung hinweist. Und ich würde jetzt sagen, wir haben noch die Möglichkeit, die eine oder andere Frage aus dem Publikum oder die Reaktion aus dem Publikum jetzt noch entgegenzunehmen. Ja, ich bin evangelisch und deshalb widerspreche ich zunächst dem Evangelischen, weil das eine gute Tradition bei uns. Wer einander widersprechen. Ich finde die Einführung und die Funktionalisierung von Religion auf Frieden und dann von Toleranz auf Frieden macht mich fast aggressiv. Und ich denke, das ist ein wichtiges körperliches Signal, weil Religion auch dazu beiträgt, Zustände zu verändern, die beispielsweise ungerecht sind. Also ohne Gerechtigkeit gibt es auch keinen Frieden. Das ist eine biblische Weisheit. Frieden und Gerechtigkeit gehören zusammen.
Und wir unterschätzen, und das hat auch ein bisschen, was Sie gesagt haben, Herr Heuer, aber Sie haben es richtig getroffen, wir unterschätzen die ungerechten Verhältnisse und die Religion, die dazu ein Potenzial hat, Gerechtigkeit zu mobilisieren, und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und das gilt natürlich in der Gründungsgeschichte des Islam, des Judentums auch ganz zentral, Gerechtigkeit und Religion, die auch zum Aufbruch motiviert oder zum Veränderung eines Lebens. Und wenn wir das nicht mit berücksichtigen, dann sind wir hier einfach Teil einer saturierten Gesellschaft, der es gut geht, und aber nicht wahrnimmt, dass irgendwann einfach andere zu uns dringen und auch in unserer Gesellschaft selber die Gerechtigkeit nicht erleben und deshalb die Religion benutzen und auch zu Recht benutzen, um etwas zu verändern in der Gesellschaft. Das war eine Frage, ob Sie da nicht einen ganz großen Bereich ausgeblendet jetzt haben in Ihrer Toleranzdebatte. Vielleicht noch ein ganz kurze Bemerkung dazu. Ich glaube, wenn wir jetzt Toleranz hier in den Mittelpunkt gestellt haben, hat Toleranz direkt auch mit dem Gerechtigkeitsgebot zu tun. Indem man eben die andere Seite toleriert, möchte man gerne auch der anderen gegenüber auch gerecht sein. Insofern, ich glaube, da sind wir nicht so weit auseinander. Aber den anderen Punkt würde ich völlig unterstreichen, dass man nicht alles mit Religion erklären kann und dass die Aufgabe der Religion nicht nur sozusagen Toleranzausübung ist, sondern eben Gerechtigkeit und viele andere Sachen. Aber das alles hat miteinander zu tun. Die kann man nicht abgetrennt voneinander berücksichtigen. Wenn man über Gerechtigkeit spricht, eine gerechte Gesellschaft kann nicht intolerant sein. Und auch eine intolerante Gesellschaft kann nicht dann gerecht sein. Insofern, diese Phänomene haben miteinander zu tun. Ja, also jetzt als unmittelbar angesprochener evangelischer Kollege, ich sehe den Widerspruch noch nicht, ein sehr unüblicher Satz innerhalb reformierter Diskurse, dass man sagt, ich sehe den Widerspruch noch nicht, aber gleichwohl. Natürlich, Psalm 91 oder 92, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich als Vision einer natürlich guten Gesellschaft. Also von daher habe ich überhaupt nicht gemeint, dass wenn man von Frieden spricht, man Gerechtigkeit abblenden könnte. Also es könnte sogar sein, dass man sagen muss, dass uns die Frage der Toleranz sensibilisiert für das Faktum der Ungerechtigkeit tatsächlich. Und ich glaube wirklich, vieles von dem, was wir aktuell diskutieren müssen, hat mit ökonomischen Faktoren zu tun, mit auch ganz globalen Dynamiken, die man gar nicht auf irgendeine religiöse Ursache schieben kann, sondern die viel mit eben Exklusion und so weiter zu tun hat. Ich würde nur gerne an das, was Sie am Schluss gesagt haben, noch anknüpfen, ob es quasi positive Erinnerungen gibt an die Geschichte, die uns dazu befähigen, Toleranz zu üben. Ich würde es eher umdrehen und sagen, vielleicht sind es die negativen Erfahrungen, die uns dazu unweigerlich bringen müssen, dass wir tolerant denken. Also so viel Positives, klar, natürlich gibt es viel Positives, aber ich glaube, und man könnte sich fragen, ob nicht, wenn man sich die gegenwärtigen Konflikte anguckt, ob nicht überhaupt die einzige Möglichkeit der Friedensstiftung darin besteht, sich in irgendeiner Form der gemeinsamen leidvollen Geschichte bewusst zu werden und nicht irgendwelchen positiven Vergangenheiten. Das gilt möglicherweise auch für die Konflikte, die wir aus dem Nahen Osten und wo immer auch herkennen. Also ich glaube, das sind übrigens auch nochmal, Michael Müller, das sind auch eine wichtige Referenz, der jetzt in dem Fall des Alten Testaments, dass das menschliche Urphänomen des Leidenmüssens oder Erleidenmüssens, damit umzugehen und zu fragen, was ist denn der Mensch in diesem Leiden, halte ich für einen ganz wesentlichen Ausgangspunkt für auch die Toleranzfrage. Also ich verstehe die Frage auch nicht ganz. Ich rede aus allem anderen als aus einem Bewusstsein von Saturiertheit heraus. Für die jüdische Gemeinschaft in Europa ist die Situation sicher nicht die im Moment einer saturierten Gesellschaft. Das ist eine gewisse Brisanz der jüdischen Existenz in Europa nicht zu leugnen. In Israel ist es auf andere Weise in vielerlei Hinsicht problematisch, nicht nur wegen der äußeren, sondern auch wegen der innenjüdischen Konflikte, die dort ausgetragen werden. Aber ich glaube eben, dass gerade im Kampf um Gerechtigkeit sich oft Religion im Moment auf die falsche Seite schlägt.
Ja, und dort geht eigentlich meine Übereinstimmung mit Thomas Schlag. Frieden heißt eben auch das Herstellen von Zuständen, die eine Art von, ja, Sie können es auch gerecht nennen, aber einer Gesellschaft, die miteinander kommunizieren kann auf friedliche Weise. Das ist eigentlich das, was ich meine. Also die Gesellschaft ist dann noch nicht 100% gerecht, aber sie weiß, ihre Konflikte so auszutarieren, dass die Menschen auch auf ihre Rechnung kommen, ohne dass es zu Gewalt, zu Menschenverachtung, zu Hass kommt. Das ist eigentlich das, was ich gemeint habe. Meine Haltung ist nichts weniger als saturiert. Ich bin in einem ziemlich aufgebrachten Zustand im Moment, wenn ich die Situation aus meiner Perspektive oder aus der Perspektive der Juden in Europa oder auch im Nahen Osten anschaue. Ja, ich denke, Toleranz muss man nicht so passiv verstehen. Ottfried Höffi spricht von aktiver Toleranz, das gefällt mir eigentlich gut. Das hat auch ein kämpferisches Element. Dieses kämpferische Element ist, glaube ich, gefragt. Und wenn Sie vorhin nach Ressourcen gefragt haben, ich glaube auch, es ist ja vielleicht oft die Mischung von positiven und negativen Geschichten, die uns helfen, überhaupt uns zurechtzufinden. Ich habe im Zusammenhang mit dem heutigen Abend, ich weiß jetzt nicht mehr wo, eine Erzählung gelesen von einer Familie, die eine jüdische Familie aufgenommen hat im Zweiten Weltkrieg, und sie haben sie für eine Nacht aufgenommen, aus der einen Nacht wurden 2 Jahre, und am Schluss hat man sie gefragt, ja, warum habt ihr das gemacht, wie ist es gekommen, und sie haben gesagt, wir hatten einfach nicht, konnten es nicht übers Herz bringen, sie wegzuschicken. Da knüpfen wir ganz an den Anfang an mit der Geduld. Oder? Da waren wahrscheinlich ganz viele, ganz schwierige Gefühle auch in diesem Haushalt drin, über diese lange Zeit, und trotzdem hat man sich gesagt, es ist ein Gebot der Humanität, wir sind alle Kinder Gottes und das ist die Ressource, aus der unsere Toleranz letztlich lebt. Und ich denke, oft ist es ja auch in überhaupt nicht nur religiösen Dingen, sondern ganz alltäglichen so, dass Toleranz uns immer noch einiges abverlangt und dass wir einfach das auch aufbringen müssen. Das hat mit Saturiertheit nichts zu tun. Also ich denke, das Bild der Intoleranz hat sich ja auch gewandelt. Also ich denke, die religiöse, was wir heute und was jeder Theologe ja immer mit sprachlosem Entsetzen sieht, ist, wenn wieder Akte von Intoleranz, von Gewalt, von Menschenverachtung im Namen jeglicher Religion, zum Beispiel bei Muslimen im Moment gerade, ist sehr plakativ. Und dann wird immer gefragt, ja, wie können Sie das? Oder dann steht man sprachlos da und sagt, um Gottes Willen, das ist nicht unsere Religion. Das Bild der Intoleranz ist doch eigentlich so, dass die Grenzen der religiösen Toleranz müssen doch inzwischen da liegen, dass man sagt, diesen Menschen sind solche Begriffe wie Exegese, Gottesbegriff, das ist denen ja völlig egal. Da müsste man ja sagen, Moment, hier sind wir intolerant. Ihr könnt nicht einfach irgendetwas sagen, sondern ihr müsst auch sehen, was unsere Religion beinhaltet. Da würde ich zur Intoleranz, zur religiösen Intoleranz aufrufen. Innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaft als auch gegenüber anderen. Und was noch mit den Elternhäusern, da wollte ich noch sagen, also das Internet. Oft wissen die Eltern gar nicht, warum ihre Kinder dann nach Syrien aufgebrochen sind. Und wenn sie dann im Internet gucken, sind dann irgendwelche Fahnenschwenker, also Elternhaus. Nur ganz kurz zur Frage. Also, Sie haben völlig recht, die Funktionalisierung irgendeiner, was weiß ich, politischen Haltung im Namen Gottes ist hoch unanständig. Frage ist, ob wir nicht alle in irgendeiner Weise funktionalisieren, aber das ist jetzt eine hermeneutische Frage. Ich finde auch tatsächlich, wenn ich mit, und jetzt wirklich mal nicht die Muslime, sondern wenn ich höre, dass die Anhänger Donald Trumps zu 60% weiße männliche Evangelikale sind, dann muss man sich schon fragen, wie geht das eigentlich? Und wie geht das mit unserem Verständnis des Christentums zusammen? Ich würde nur ein bisschen raffinierter sagen, dass man diesen Gruppen nicht mit Intoleranz begegnen sollte, weil dann haben sie sozusagen genau wieder diese Verschwörungstheorien und dann haben sie all diese komischen Widerstände. Nein, mit irgendeiner Form der Aufklärung. Und je früher, desto besser.
Und es ist ja zum Glück so, dass Kinder, es gibt ja, der Korridor wird enger, ich habe selber zwei Söhne im Alter jetzt 12 und 14, es gibt eine gewisse Phase als Eltern, in der sie noch prägend sind, bevor das Internet kommt. Es ist, wird immer kürzer, die Phase, aber sagen wir mal so bis 5 oder 6, die Chance haben sie noch. Und das ist auch, man kann Kindern in dem Alter durchaus schon kognitive Fähigkeiten zumuten und zutrauen. Also von daher, Sie haben recht. Nutzen wir die Zeit, die uns da noch bleibt. Vielleicht ein Satz dazu. Ich weiß nicht, ob wir ja überhaupt das Recht darauf haben, zu sagen, was ist jetzt das Richtige und was ist das Falsche. Und jetzt zeige ich Intoleranz gegenüber dem Falschen, das eben von der anderen Seite vertreten wird. Ich glaube, wenn wir diese Sprache uns bedienen, dann bedienen wir die gleiche Sprache, die auch die andere Seite verwendet. Und die zweite Sache ist nochmals, was jetzt im Zusammenhang mit den Muslimen geschieht und thematisiert wird und überhaupt ja, beobachtet wird im Fernsehen, überall in der Presse, das hat wirklich wenig mit der Religion zu tun, wenn man auch diesen Menschen, von denen sie sprechen, gegenüber Intoleranz zeigt, sie werden doch belachen, sie werden weitermachen, weil da gibt es andere Faktoren, andere Anlässe, andere Gründe, warum sie das tun. Und genau da muss man ansetzen und diese Hintergründe bekämpfen. Ich glaube, indem man Intoleranz zeigt, wird man weder ihnen helfen noch der Gesellschaft. Eine letzte Frage. Sie haben über die finanziellen Hilfsmittel vom Staat her an die Eltern gesprochen, wieso das nicht geschieht. Jetzt habe ich auch ein Problem damit als Atheist und Antitheist. Wieso sollte ich mit meinen Steuergeldern irgendwelche, aus meiner Sicht, Märchen unterstützen für zu Hause? Naja, auch Märchen dienen ja der Orientierung. Fürs eigene Leben. Also ich weiß nicht, die haben natürlich recht. Aber da könnte ich genauso gut Hans und die Bohnenstange staatlich finanzieren. Jeder Elternteil sollte Hans und die Bohnenstange zu Hause finanziert bekommen. Ja, ja, klar. Da kann man jetzt lang drüber nachdenken, ob es irgendein Privileg von Religionsgemeinschaften geben soll, von staatlicher Seite aus finanzielle Unterstützung zu bekommen. Ich würde mal so weit gehen zu sagen, eigentlich muss jede Form der elterlichen Unterstützung, die dem Gemeinwohl dient, finanziell vom Staat unterstützt werden. Ich sehe nur nicht, warum komischerweise ausgerechnet der Religion unterstellt wird, dass sie nicht förderungswürdig sei. Alles andere geht komischerweise. Und da würde ich einfach nochmal die Perspektive drehen und sagen, Sie können meinetwegen Ihr Kind auch im was weiß ich, in welcher Weltanschauung erziehen. Ich habe nur eine Schwierigkeit damit zu sagen, komischerweise ausgerechnet Religion soll gefährlich sein, alle anderen sind weniger gefährlich, weiß ich nicht. Nee, es hat nichts mit der Gefährlichkeit zu tun, mit der irgendwelchen Verboten über Religion an sich, sondern wieso sollte ich genau Religionen an sich unterstützen? Wieso nicht? Nicht nur, weil ich meine es ja nicht exklusiv. Weil ich Märchen nicht unterstützen will finanziell. Vielleicht wage ich Kraft meines Amtes die Antwort, weil nicht nur Religionen und religiöse Menschen tolerant sein sollen, sondern auch die Nicht-Religiösen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich allen auf dem Podium. Ganz herzlichen Dank und Ihnen besonders Herr Feuer, alles Gute für Ihren weiteren Werdegang.